Hallo zu Final Fantasy 14, kommen wir nun zum neuen Brief des Produzenten. Ja, nun in Fanfestival in Japan. Ja, jetzt läuft das momentan den 24. und 25. Und da kam auf jeden Fall ja, eine weitere Zusammenfassung. Wir haben ja die erste Zusammenfassung ja schon durchgenommen. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Da habe ich ja auf jeden Fall eine Anmerkung mit dazu. Und ja, da wurden auf jeden Fall noch die Themen dazu noch darüber nochmal bequatscht. Und dann wurde auf jeden Fall der Paisa eine neue Hausprojektion gezeigt. Wir hatten ja das ja mit dem Mogri, den Chocobo und jetzt den Paisa. Und sieht auf jeden Fall echt cool aus. Drinnen wurde auf jeden Fall auch noch gezeigt die Bilder zu den Eorzea Ignotica. Und ja, Aquarium mit den Fischen war auf jeden Fall auch sehr, sehr lustig anzusehen. Dann außerdem auch den. Die neue Main Story, die dazu kommen wird. Da können wir auf jeden Fall auch gespannt sein, was auf uns dazu kommen wird. Auf jeden Fall sieht man hier auch schon die neue Frisur. Es werden jetzt noch die letzten vier Frisuren von Final Fantasy Type Zero noch dazu kommen. Und ja, dann kam außerdem auch die neue Kontinent, also sprich mit Sorvan. Das ist so gesehen der dritte Kriegstriade. Und somit auch der letzte von den dreien. Und ja, das sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Die Arena ist rund gehalten. Erinnert ein wenig an Titan, finde ich. Und ja, die Arena kann auch zusammenbrechen. Und da muss man echt mal schauen, wie das auf jeden Fall sich verlaufen wird. Also, das sah auf jeden Fall sehr interessant aus, dass die Arena sich immer, also dass sie immer kleiner wird. Und ja. Auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Überraschung, wie man das gesehen hat. Dann auf jeden Fall hier Don Skate. Das ist eben halt, ja, der neue 24-Mann-Raid. Da freuen wir uns auf jeden Fall auch noch. Das wird auch um Diablos handeln weiterhin. Ja, von den Nichtsgesandten. Und hier sieht man zum Beispiel eine große Bestie. Ich denke mal, das ist der erste Boss. Wir sind auch auf einem Luftschiff und machen uns dann so gesehen auf zu diesem Lande, wo, denke ich mal, Diablos wohl stecken mag. Und ja, auf jeden Fall war Yoshida auf jeden Fall sehr verdutzt, warum der Boss auf einmal dann verschwunden ist, irgendwie komischerweise. Da hat er erstmal so geguckt und hat sich gewundert, was ist jetzt denn los? Auf jeden Fall auch sehr lustige Showeinlage. Ja, dann ging es auf jeden Fall weiter. Und wie ich ja schon gesagt hatte, erinnert ja diese Gegend so ein an die Stadt von Final Fantasy 13.3, sprich Lightning Return. Und war auf jeden Fall auch sehr cool gemacht. Hier kommen ja auch wieder ja, bekannte Wesen, die man ja auch so weit kennt. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Und wir werden auf jeden Fall dann am 17.07. bestimmt auch noch davon was sehen. Ich hoffe, ihr kriegt das alles hin, sonst werdet ihr das dann am 18. oder 19. sehen. So, dann haben wir außerdem auch ein neues Glamour. Sieht richtig so nach Diva-Style aus. Also so tänzerisch halt. Und ich bin mal gespannt. Ja, was da handeln wird, ob das einfach so als Glamour da sein wird oder ob wir irgendwie so ein Event machen müssen. Das werden wir auf jeden Fall dann sonst auch mal anschauen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Lasst auf jeden Fall auch gerne Feedback da. Wie findet ihr dieses Glamour? Ich finde es auf jeden Fall sehr schick, auf jeden Fall. Und dann wurde auch dann eine schöne Tanzeinlage noch gezeigt. Ja, da kommen sogar so ja, Noten, so, sprich wie so eine Aura fliegt denn so Musiknoten rum und dann ist man schön am Abdancen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr lustig aus. Und ja, das hat auf jeden Fall was an sich. Also ein Tanz, der auch wirklich jetzt so eine Art Aura hatte, also sprich die man ja auch von den Barden kennt. Ja, sehr schick auf jeden Fall. Dann kam ein Spezialgast noch dazu, Armenia Keita. Und ja, auf jeden Fall ein sehr netter Kerl und der präsentiert uns so gesehen auch mit dazu vom neuen Event, was eben halt auch noch kommen wird. Und da können wir uns auf jeden Fall auch freuen. Hier haben wir zum Beispiel auch den Final Fantasy 14 Eorzea Collection 2016, 2017. Da werden auch wieder Leute posen mit ihren ganzen Emotes und Glamour und so weiteres. Sowas wird halt wieder kommen, wie halt das auch bei den vorherigen Jahren der Fall war. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön und das kann man sich dann auf jeden Fall dann auch, denke ich mal, anschauen, denn wenn es dann sobald soweit ist. Ja, da kam auch noch was Neues hinzu. Außerdem, da können wir uns auch wieder freuen, ein neues Kollaborationsevent. Und ja, da könnt ihr verschiedene Rüstungen, wie man auch hier gesehen hat, Waffen und außerdem auch eine weitere Überraschung.
Es werden außerdem auch Mounts kommen. Ja, es werden fliegende Reittiere geben, die man dann dort haben werden. Und außerdem auch verschiedenfarbige, also nicht nur Rüstungen und Waffen, sondern auch hier so gesehen Mounts. Und da war auch in so gesehen ein Special Mount noch wieder zu sehen. Also ich denke mal, dieses Event wird bestimmt auch wieder richtig lange gehen. Es handelt hier um Garo. Ja, Garo ist eine TV-Serie, was auch verfilmt worden ist und auch als Animation gibt. Und ja, ist auch sehr bekannt in Japan. So also ähnlich, was wir von Yo-Kai Watch kennen, gibt es jetzt auch sowas wie in Japan, was halt auch sehr bekannt ist, eben halt mit Garo. Das sind eben halt so richtige Superkrieger, die halt da kämpfen. Und ja, wir sind, können auf jeden Fall gespannt sein, wann das auf jeden Fall laufen wird. Auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Hier haben wir nochmal solche gute Cosplays gesehen. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es noch sein wird. Wir werden auf jeden Fall noch den Trailer bestimmt noch sehen. Und ja, lasst gerne Feedback da. Wie findet ihr das jetzt soweit? Und ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein.